zeige euch heute wieder mehrere Shiny Spots, wo ihr an der Stelle ganz einfach Käfer-Pokémon leicht fangen könnt. Viel Spaß mit dem Video. Zuallererst fliegen wir Richtung Mesalona City in die Hauptstadt. Ihr könnt, by the way, die Karten mit R und L jederzeit wechseln, wenn ihr das DLC habt. Und zwar brauchen wir Tomate, Zwiebeln, grüne Paprika und hier brauchen wir Cherry-Tomaten, die kleineren Tomaten. Vorab sei schon mal vorgemerkt, das Sandwich wird sehr, sehr schwer sein zu belegen. Es gibt natürlich auch eine Alternative zu den ganzen Rezepten, die ich euch hier zeige. Ich blende euch mal die Alternative ein. Allerdings braucht ihr hierfür zwei bestimmte Geheimgewürze. Das eine Pokémon, was ich euch zeigen möchte, halte ich mir fürs Ende offen. Weil das eine Pokémon will, glaube ich, echt jeder haben von euch. Weil meiner Meinung nach auch das ein sehr, sehr schönes Shiny ist in der Endentwicklung. Wir fliegen zum ersten Shiny-Spot. Und zwar befindet sich der erste Shiny-Spot hier unten am See. Angekommen beim Shiny-Spot starten wir hier erstmal einmal unser Picknick. Wir müssen natürlich vorher speichern, falls das Sandwich nicht gelingt oder ihr das Shiny-Pokémon nicht bekommen solltet. So, für das Käfer-Sandwich brauchen wir folgende Zutaten: Tomate, Zwiebeln, grüne Paprika und hier zwei Mini-Tomaten und hier wieder auch zwei beliebige Geheimgewürze. Bei dem Sandwich ist es natürlich auch wichtig, dass ihr hier darauf achtet, dass alle Zutaten auf dem Brot bleiben. Gerade leider bei diesem Cherry-Tomaten oder Mini-Tomaten, besser gesagt, ist es der Fall, dass die oft mal runterplumpsen und hier müsst ihr wirklich drauf aufpassen. Als Beispiel. Und dafür speichern wir immer. Wenn ihr das Ganze richtig gemacht habt, bekommt ihr Schillerkraft und Begegnungskraft Level 3 für Käfer-Pokémon. Und ihr seht schon, über dem See spawnen ganz viele Yanma. Was ihr nun tun könnt, ist, entweder macht ihr ein Picknick-Reset, bedeutet, ihr schlagt einmal das Picknick auf und schließt das Picknick wieder. Oder die andere Methode ist, ihr lauft eine Runde um den Teich und guckt, ob da ein Shiny Yanma dabei ist. Ihr könnt theoretisch auch im See schwimmen, das würde ich euch allerdings nicht empfehlen, da sehr, sehr viele FPS-Drops vorkommen können. Wommel siehst du auch nicht. Den siehst du nicht. Du denkst, das wäre ein Item auf dem Boden? Falsch gedacht. Es ist Wommel. Oh Wommel, was machst du da? Ich chill hier. Ja, da bin ich auch ganz bei dir, Leute. Was wünscht ihr oder was hättet ihr euch denn noch für den ersten Teil des DLCs gewünscht, Leute? Also Timaeus sagt mehr Pokémon! Ja, let's go! Yoko, da ist der Erste. Da ist der Erste. Er bleibt drin. Oh mein Gott. Wie findet ihr Strawickel? Ja, let's go! Oh, der sitzt und der wird verlost. Aber dann will ich euch noch den nächsten Shiny Spot zeigen. Der befindet sich in der Nähe vom Kulturzentrum. Am Kulturzentrum angekommen, laufen wir einmal in die östliche Richtung zu den Bambuswäldern, wo ihr auch, oder wo ich besser gesagt habe, euch gezeigt habe, wo ihr Morcha ganz einfach finden könnt. Und ihr könnt sehen, welches Pokémon wir hier Shiny handeln möchten. Es ist Scarabon. Scarabon ist wirklich ein sehr offensichtliches Shiny. Ihr könnt einfach hier die Scarabon besiegen oder hier einfach mit dem Picknick das Ganze resetten. Dann kommen wir zum nächsten Shiny-Spot. Dafür müsst ihr einmal zum Gemeindehaus in Midoriya fliegen. So, beim nächsten Shiny-Spot angekommen, hier in der Nähe von Midoriya. Wir sitzen jetzt gerade tatsächlich nur hier, weil wir das Picknick machen müssen. Wir machen uns erstmal hier ein Schillerkraft-Sandwich für Käfer-Pokémon. Wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, bekommt ihr Schillerkraft und Begegnungskraft Level 3 für Käfer-Pokémon. Und für das nächste Shiny-Pokémon müssen wir hier erstmal in die Stadt. Ganz wichtig ist es hier auch, dass es nur bei Nacht fangbar ist. Seid ihr hier angekommen, ist es ein Town-Reset. Wir müssen hier nur aus der Stadt rausgehen auf die Kitakami-Straße und können hier sehen, spawnen Illumise und Volbeat. Volbeat und Illumise sind eigentlich sehr, sehr schöne Shinies und auch sehr schnell erkennbar. Ich blende sie euch auf jeden Fall hier nochmal ein. Wenn ihr kein Shiny gefunden habt, geht ihr einfach nur einen Schritt zurück in die Stadt und dann gehen wir wieder zur Straße und lassen alle wieder spawnen. Was ich hier gemerkt habe, ist, dass bei Pokémon Karmesin hier mehr Illumise spawnen statt Volbeat und in Pokémon Purpur mehr Volbeat als statt Illumise spawnen. Dann wollen wir doch zum nächsten Shiny Spot und zwar befindet sich der nächste Shiny Spot im Norden. Dafür fliegen wir einmal hier zum Kreis der Erkenntlichkeit. Angekommen machen wir natürlich auch hier wieder ein Schillerkraft-Sandwich für Käfer-Pokémon. So, wenn ihr alles richtig gemacht habt mit dem Schillerkraft-Sandwich, laufen wir hier einmal zum See. Und am See könnt ihr ganz viele Geweiher und Maskeregen Shiny handeln. Das bedeutet, was wir jetzt hier tun, wir gehen hier in den Fluss. Ihr schwimmt den Fluss einfach entlang, schaut nach einem Shiny Geweiher oder Maskeregen.
ist eins dabei, fangt es natürlich. Es ist eigentlich offensichtlich, das blende ich euch nochmal ein. Wichtig bei dem Geweiher-Spot ist es, dass ihr darauf achten müsst, dass ihr es nur bei Nacht Shiny ernten könnt. Für den nächsten Shiny-Spot laufen wir einmal von Midoriya in Richtung Süden und der Shiny-Spot befindet sich genau hier. Hierfür müssen wir uns ein Schillerkraft-Sandwich für Gift-Pokémon machen. Für das Gift-Schillerkraft-Sandwich brauchen wir folgende Zutaten. Tomate, Zwiebeln, grüne Paprika. Dann tut ihr nochmal zweimal grüne Paprika drauf und auch hier zwei beliebige Geheimgewürze. So, und wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, bekommt ihr Schillerkraft und Begegnungskraft Level 3 für Gift-Pokémon. Und wir können hier ganz leicht Shiny Weberak hunten. Das geht auch bei Nacht, allerdings müsst ihr dann aufpassen, da ja viele Illumise und Volbeat auch noch spawnen können. Ich meinte nochmal, dass du Urgel Shiny ernten solltest, wie ein Kitz und so bekommen. Achso. Nochmal Urgel-Chat. Nee, das machen wir nicht einfach so. Timo, moin! Wir kommen bei den Shiny Huntern. Timo, die wollen, dass ich Urgel hunte. Denn Timo, was sagst du dazu, Timo? Wenn Timo jetzt Nein sagt... Ehrenmann, denn hier ist das zweite Weberak. Und das werden wir verlosen. Ja. Let's go. Woo. Wommel. Oh. Ja, du bleibst hier. Du bleibst hier. Für den nächsten Shiny Spot haben wir es gar nicht weit, denn der befindet sich auch an der gleichen Stelle, wo wir gerade Weberak geshinyantet haben, unter Midoriya im südlichen Bereich. Hier müssen wir aber jetzt ein Schillerkraft-Sandwich für Pflanzen-Pokémon machen. Für das Pflanzen-Schillerkraft-Sandwich brauchen wir einmal Tomate, Zwiebeln, grüne Paprika und zweimal Salat. Ganz wichtig beim Salat, müsst ihr darauf achten, dass der Salat auf das Sandwich bleibt. Wenn ihr dann alles richtig gemacht habt und die Zutaten alle auf dem Sandwich liegen, bekommt ihr Schillerkraft und Begegnungskraft Level 3 für Pflanzen-Pokémon. Und das Shiny-Pokémon, was wir hier hunten können, ist Strawickel. Hier ist es egal, ob ihr es in der Nacht oder am Tag Shiny huntet. Strawickel auch hier wieder. Checkt auf jeden Fall den Spot hier vorne, den Spot links neben euch und den Spot hinter euch. Beim Shiny-Spot angekommen, der befindet sich nämlich genau hier auf der Map, müsst ihr hier darauf achten, dass ihr das Shiny-Pokémon in der Nacht huntet. Wenn ihr es geschafft habt, den schiefen Turm von Pisa zu bauen, bekommt ihr Schillerkraft und Begegnungskraft Level 3 für Käfer-Pokémon. Und das Shiny, was wir hier hunten, ist wirklich sehr, sehr beliebt bei ganz vielen von euch. Und zwar ist es Mabula und Akub. Es ist hier ein sehr, sehr guter Spot, ganz besonders, wenn wir hier auf die Felsen springen. Denn hier, von hier aus haben wir eine sehr, sehr gute Übersicht und können das Ding ganz einfach shiny hunten. Okay, Leute, das muss ich euch auf jeden Fall zeigen, dass es mir gerade während des Shiny Hunts passiert. Also, wenn ihr für ein Picknick-Reset hier gehen wollt, auf der Stelle hier beim Berg, könnt ihr tatsächlich Picknick-Resetten. Oh mein Gott. Ich zeige euch aber jetzt nochmal eine Alternative zu diesem Shiny-Spot, die ihr auch nutzen könnt. Beim nächsten Shiny Spot angekommen, könnt ihr hier auch schon sehen, können wir Mabula und Akub sehr leicht shiny hunten. Hier müsst ihr lediglich sogar nur das Picknick resetten. Und jetzt fragt ihr euch, Uso, wo will man da ein Picknick resetten? Das werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar steht ihr hier auf dem Felsen, drückt einmal die X-Taste, macht das Picknick und siehe da, durch Zauberhand kann man hier ein Picknick machen. Okay, okay. Ich liebe dieses okay, okay von ihm. Voll witzig. So, jump, 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 jumping all around. Jump, jump, jump. Kennt ihr das Lied? Jumping all around. Shiny! Der hängt da! Guckt euch das an, wie er da hängt, der Arme! Der Arme! Der hängt da! Let's go! Wenn euch das gefallen hat, abonniert den Kanal, liked das Video, kommentiert mal eure Shinies unter dem Video und wir haben auf dem Kanal noch viel, viel mehr Shiny-Hunt-Videos. Gerne abchecken und bis zum nächsten Mal.